Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Soweit in Geweise Egg Rebirth an der Savior Mod immer noch. Wir sind immer noch nur Platinum-Gott, aber wir machen heute eine Challenge, weil wir in der letzten Folge mit Jesus gespielt hatten und das lief auch recht gut. Deswegen haben wir auch eine ganze Winstreak von 1. Das ist schon nicht schlecht für meine Verhältnisse. Und wir waren, glaube ich, bei der Pale Horse Challenge in der letzten Folge, deswegen kommt dann heute die Lilith of Borg. Borg? Klingt ja fast wie Berg. Ist da vielleicht ohne Zahn? Das wäre richtig cool. Oh, wir können auf jeden Fall wieder fliegen. Haben ein ganzes halbes schwarzes Herz. Haben dazu den Tod. Was haben wir sonst noch? Wir haben irgendwas auf dem Kopf. Wir haben auf jeden Fall diesen komischen Laser noch dabei. Dieser Tested Laser, der nicht immer funktioniert, auf jeden Fall. Ah, was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch einen anderen Laser. Keine Ahnung, wann der funktioniert. Dann haben wir eine Perücke auf? Möglich ist das. Auf jeden Fall haben wir noch den Krebs. Das ist ein Krebs, oder? Möglich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Fliegen um uns rum. Dieses grüne Giftzeug. Und das Beste, das. Und das können wir aufladen, wenn wir hier die ganze Zeit schießen. Okay, aber nur ein halbes Leben. Dafür können wir bald fliegen. Okay, sollte eigentlich trotzdem machbar sein. Sollte jetzt nicht allzu schwer sein. Außer wenn halt unser Laser jetzt nicht die ganze Zeit schießt, was es nicht tut. Weil das halt der getestete Laser nur ist. Aber sollte trotzdem kein Problem sein. Okay, die Spinnen hier könnten eventuell doch ein Problem sein. Nee, waren sie doch nicht. Okay, dann haben wir erstmal überlebt. Aber wir brauchen ganz, ganz schnell, so richtig, richtig schnell. Oh nein. So richtig, richtig schnell mal was Tolles. Ah, Gott, war der schnell gerade. So ein blaues Herz oder sowas. Ja, Luck up ist auch okay. Ich spreng das mal. Eventuell haben wir Glück, aber nö, haben wir nicht. Okay, gut, wir haben immer noch ein halbes Herz. Ich möchte doch nicht wirklich irgendwas erzählen, solange ich nur ein halbes Herz habe. Oh, weil ich dann zu schnell sterbe. Okay, nochmal. Zählt das jetzt? Warte. Zählt das jetzt als... Nee, Windswag ist nicht weg. Okay, gut. Dachte schon. Windswag geht also wirklich nur weg, wenn auch in der Challenge dann... nicht in der Challenge, wenn in der normalen One das weg ist. Ah, dann sind wir jetzt am Anfang wieder wie The Lost. Das ist irgendwie nicht so ganz cool. Ich will nicht The Lost sein. Aber heute ist sowieso Donnerstag. Hashtag Donnerstag. Schlimmster Tag der Woche. Das heißt, heute kann das eigentlich gar nichts werden. Oh, ein Challenge-Up. Genau, was wir suchen. Oh, sag bloß, der hat jetzt in der Challenge einfach alle Herzen ausgestellt. Wenn das geht, dann hasse ich den. Dann hasse ich den Mapper-Steller. Mapper-Steller vor allem. Oh nein! Okay, es gibt rote Herzen zumindest. Okay, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier mal irgendwas reißen. Oh wow. Gut. So, hier, vielleicht ein paar Fliegen? Nein? Oh! Oh, Maggie's Faith ist wirklich ganz gut. Dafür müssen wir nur die erste Ebene überleben. Dann wäre das gar nicht mal so ein schlechtes Item. Dann würden wir nämlich wenigstens immer ein Lebensupgrade bekommen. In jeder neuen Ebene. Und das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Ach, das Feuer kann ja gar nicht schießen, ne? Ich hatte gerade Angst, dass uns das irgendwie abschießt, aber kann es ja gar nicht. So, oh nee. Können wir irgendwie beide aufsprengen? Sollte beide treffen, oder? Ja. Schade, kein blaues Herz. Hä? Da war eben noch eine 10er-Münze. Wo ist die denn jetzt hin? Ach komm, Spiel. Du kannst mir doch nicht meine 10er-Münze klauen. Da war garantiert eine 10er-Münze. Da war so eine helle, silberne Münze. Und ich habe sie nicht bekommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Naja, gut. Egal, gehen wir halt zum ersten Boss. Famine. Okay, wenn wir den töten, dann haben wir zumindest drei Sachen um uns rum. Wäre ganz cool. Oh ja, dash du mal die ganze Zeit. Habe ich kein Problem mit. So. Vielleicht sollte ich die Death Card einsetzen, aber nö. Brauchen wir nicht. Okay, ich weiß nicht, ob ich den letzten... Nee. Wir haben den ersten Boss besiegt, wir gehen jetzt weg hier. Auf jeden Fall können wir jetzt die ganzen Projektile schon mal abfangen mit unseren Fliegen und dem Cube of Meat. Und wir haben ein weißes Herz bekommen. Das dürfen wir jetzt noch nicht verlieren und dann haben wir in der nächsten Ebene immerhin ein Herzcontainer mehr. Und das alles dank unseren Twinket. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Ja, ja. Tiersop, ja, warum nicht? Und heute war ja der Blitzmarathon. Der Blitzmarathon. Habt ihr überhaupt schon ein Auto? Wahrscheinlich nicht, oder? Die meisten wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall war heute Blitzmarathon. Das heißt, die haben überall geblitzt.
Geblitzt, geblitzt. Geblitzt, Dings haben die. Oh, okay, Tiersab merkt man ja richtig. Krass. Oha. Nice. Aber ich konnte genauso fahren wie sonst auch immer. War das bei euch anders, wenn ihr ein Auto habt? Oder habt ihr davon gar nichts mitbekommen? Haben eure Eltern rumgeflucht wegen dem Blitzmarathon? Also ich bin heute genauso schnell wie sonst auch immer gefahren. Also zu schnell auf jeden Fall. Also ich wäre auf jeden Fall geblitzt worden, wenn irgendwo ein Blitzer gestanden hätte. Aber ich glaube, ich hatte Glück. Aber wahrscheinlich werde ich eh wieder morgen geblitzt. Das war, ist dann genauso wie letztes Jahr. Da wurde ich am Blitzmarathon-Tag nicht geblitzt. Aber dafür dann am nächsten Tag, wo das eigentlich schon alles vorbei war. Und da dachte ich, ja, kannst ja mal ein bisschen rasen wieder. Und dann wurde ich da geblitzt. Das war auch ganz toll. Das wäre super toll, super toll, super toll. Ich hätte gerne das Gabi-Item. Aber dann wären wir tot und tot sein ist nicht schön. Nicht schön. Warte, brauchen wir bitte irgendwas? Nö, ne? Wir können in den Shop reingucken, aber... ist eine Challenge. Wir challenge uns jetzt selber hier. Da brauchen wir keine Shops. Wer braucht schon Shops? So. Naja, wenigstens ist morgen ja schon wieder Freitag. Können wir uns sogar kaufen, oder? Ja. Tiersub und Damage Up. Oh, so viele Tiersubs. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, und das hat uns sogar blaue Herzen gegeben. Okay, das ist natürlich noch mega geil. Das ist ja doppelt geil. Dann haben wir quasi nur ein rotes Herz weggegeben, um zwei blaue Herzen wiederzubekommen. Und ein Damage und Tiersub. Bester Tausch ever. Solche Tauschs können wir öfters mal eingehen. Finde ich. Aber was sind das jetzt eigentlich für Hörner, die wir da aufhaben? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wo kommen die Hörner her? Ich weiß noch nicht, was das da oben rechts sein soll. Ich dachte, das wäre diese Wig, aber das ist die nicht. Deswegen weiß ich nicht, was es ist. Aber wahrscheinlich haben wir dadurch die Hörner bekommen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was gibt's sonst zu erzählen? Ich wurde heute Morgen von einer Hornisse geweckt. Das war auch ganz toll und richtig merkwürdig. Ich habe das irgendwie um 5 Uhr dann so gehört und dann war plötzlich so ein Brrrr. Die sind auch richtig laut, diese Scheißhornissen. Hat das einfach gemacht und dann bin ich aufgeschreckt. Nein, eigentlich nicht. Mir war das egal, ob da eine Hornisse war oder nicht. Ah, so ein Mist-Item. Nein, jetzt haben wir nochmal ein Leben. Autsch. Und dann irgendwann nochmal. Das war aber richtig merkwürdig. Wie kann denn so eine Hornisse in mein Zimmer reinkommen? Ich habe eigentlich vor meinem Fenster nämlich ein Fliegennetz. Von daher kann hier eigentlich gar nichts reinkommen. Meine Tür war zu und keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die herkam. Auf jeden Fall hat die mich sauer erschrocken. Und statt meinem Wecker hat mich dann heute Morgen meine Hornisse. Ich halte mir einfach meine eigenen Hornissen zu Hause. Hat mich dann eine Hornisse geweckt. Und ich habe tierische Angst vor Hornissen. Ich hasse sowas. Hornissen, Wespen, all so ein Kack. Alles, kann alles sterben, kann alles aussterben. Ist mir egal. Bienen dürfen noch leben, die sind okay. Und Hummeln sind sowieso süß. Aber Hornissen und Wespen braucht doch kein Mensch und auch kein Drache. Keiner braucht das. Niemand. Oder sind Hornissen für irgendwas gut? Ich glaube nicht. Bestäuben die irgendwas? Wespen machen das ja auf jeden Fall nicht. Egal. Hallo Pestilenz. Okay, wir kriegen noch einen zweiten Cube of Meat, wie es aussieht. Der könnte uns eigentlich mal das Ding hier aufsprengen. Danke. Sehr nett von dir. Und einmal sterben. Cool. Okay. Yeah, jetzt haben wir noch was, was angreift. Schon drei Sachen, die angreifen. Wir und Cube of Meat und unser Psychic Friend. Geil. So. Aber war ja klar, dass ich heute Morgen von einer Hornisse geweckt werde, weil heute ist Donnerstag. Und Donnerstag ist doof. An Donnerstag kann immer alles passieren, aber immer nur blöde Sachen. Ist so. Ist so. Egal, was ihr mir sagt, Donnerstag ist scheiße. Ich hasse den Donnerstag. Außer Germany's Next Topmodel. Das ist toll. Super. Gucke ich jeden Donnerstag nicht. Will ich in den Shop? Ich glaube nicht. Nein, wir waschen jetzt ein bisschen durch. Ich glaube nicht, wir müssen sowieso noch ein bisschen weiter gehen. Von daher können wir uns das leisten. Oh Gott. Und wenn wir dann eventuell den Bosswasch wieder machen, dann sind wir wieder sowieso wieder viel zu OP. The Stars? Ja. Ach nee, bringt uns ja gar nichts. The Stars bringt dann ja in den goldenen Raum, aber hier gibt es keine goldenen Räume, also egal. So, dann nochmal weiter runter, kriegen wir wenigstens wieder ein Lebensupgrade. Yay. Also eigentlich ist das Trinket gar nicht so schlecht. In jeder Ebene ein Lebensupgrade zu bekommen, ist eigentlich cool. Aber ich finde trotzdem, dass es bessere Trinkets gibt. Hilfe.
Ja. Und sonst habt ihr gestern und vorgestern die Sonne genossen? Wart ihr draußen? Ich schon. War ja ziemlich warm, auf jeden Fall hier im Norden. Im Süden auf jeden Fall auch, glaube ich. Da ist ja sowieso immer warm. Im Norden, da regnet es ja immer nur. Aber gestern und vorgestern war es wirklich warm. Das war richtig schön. War ich mit dem Tidus, wenn ihr jemand kennt, mit dem habe ich eben und ob aufgenommen zum Beispiel. Mit dem war ich dann Longboarden. Ja, an beiden Tagen. War schon recht nice. Nice. Endlich mal wieder Long zu boarden. Nach der langen Zeit. Ja. Ob ihr das auch genossen habt. Oder ob ihr Sonne hasst und einfach immer drinnen bleibt. Oder gelernt habt oder irgendwas anderes. Ich sollte eigentlich lernen. Verdammt. Ich habe in 2 Wochen meine Abschlussprüfung und mache nicht wirklich viel dafür. Oh. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Und irgendwie ist unser Space-Item richtig unnötig, finde ich. Naja. Wie ist die Challenge nochmal? Steht das irgendwo, wie die Challenge hieß? Nee, oder? Nee. Was steht da? Lay waste to all that oppose you. Oh. Oh. Das klingt gefährlich. Die Death-Karte klingt sehr gefährlich. Okay, wir machen auf jeden Fall guten Schaden. Wegen dem ganzen Tier-Sub halt. So. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Heide Münze, wo ist der Boss? Okay, ich höre Mutti schon mal, aber ich glaube, das ist nicht der Boss. Ich glaube, die will uns verarschen. So. Hä, die ganze Zeit diese Räume. Richtig komisch. Papa, 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 papa. Frag mich nicht, warum ich da nicht rüberfliege. Ich find's einfach cool, wenn die ganzen Dinger explodieren. Weil Explosionen sind cool. Ja. So, blauer Stein, das ist tatsächlich einer. Wir hätten den Kopf natürlich hier benutzen können. Hätten ihn ausbeuten können. Aber so fies sind wir heute mal nicht. Und wir haben heute unsere eigenen Bomben mitgebracht. Brauchen wir keine Hilfe von anderen. So nett sind wir heute. Okay. Pum. Plum. Hä, ist das nächstes Erlebende? Oder warum ist sie eben so riesig? Kann doch nicht sein. Ist das hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich geh mal top. Top. Egal. Wir haben noch richtig viel Zeit. Noch eine Tiersab. Ist unser Tier. Hä, unser Tiersab ist noch nicht mal voll? Wir schießen schon so schnell. Okay, das geht anscheinend noch sehr, sehr viel schneller. Das geht noch locker doppelt so schnell. Da bin ich aber gespannt. Wir finden garantiert noch ein paar Tiersab-Pillen. Vor allem, weil wir jetzt schon 3 Stück gefunden hatten. Ist schon nett. Noch eine Bombe. Wir haben auch viel zu viele Bomben. Egal. Hallo, Mask of Infamy. Da, nimm das. Voll unnötig. Pow. Wow. Ich glaube, da machen wir mehr Schaden, wenn wir einfach die ganze Zeit mit dem Laser angreifen würden. Wow. Und dann, es geht nicht mal weit. Guck mal. Das macht erstens keinen Schaden. Wir können nicht angreifen, während wir unser Space-Item nutzen. Das ist Krebs. Was war denn das andere? Dieses M. Skorpion, ja, stimmt. Skorpion. Skorpion, ja. Ja, Skorpion. Stirb dran. So, was kriegen wir schönes Kohle? Sehr geil. Bringt die Kohle eigentlich was, wenn man einen Laser hat? Wird der größer? Ich weiß nicht, ich denke mal nicht. Aber vielleicht ja doch. Das ist ja richtig schlecht hinzugefügt. Ich glaube, der Charakter, den wir haben, der hat einfach diese Hörner von sich aus. Deswegen sind die da. Stimmt, die passen auch eigentlich gar nicht dazu. Die kommen auf jeden Fall nicht von einem Item. Würde ich mal vermuten. Ich glaube, die hat Eve von Anfang an. Oder wie auch immer Eve in dieser Mod heißt. So. Na, au. Hi. Hi. Okay, da lebt auf jeden Fall noch einer. Da oben. Sehr schön. Explosive Diarrhea brauchen wir nicht. Und was wir brauchen ist. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Schaden. Aber eigentlich sind wir schon stark genug. Wir müssen ja einfach nur durchwaschen und dann ist alles toll. Oh, Paralyse. Okay, das hat uns natürlich noch gefehlt. Gut, dass wir das jetzt noch gefunden haben. Sonst wären wir. Echt? Hier, sonst hätten wir doch fast verloren, wenn wir nicht Paralyse gefunden hätten.
Weil ohne Paralyse geht gar nichts. Aber das wisst ihr ja. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Obwohl das eigentlich ein Pro-Tipp ist. Ja. So. Hallo. Da, ihr Geister. Fühlt euch witzig, ja? Ich finde euch nicht witzig, deswegen müsst ihr... Oh, wir haben so richtig coole grüne Augen. Kommt ihr wegen dem Laser? Nee, oder? Oh, wie geil. So richtig schön grüne Augen. Mag ich. Wir sind schon bei Mutti? Nach 11 Minuten, okay. Wir setzen mal den Tod ein. Wäre zwar besser, wenn wir es eingesetzt hätten, wenn wir im Bossraum sind, aber... Darauf achten wir jetzt mal nicht. Und tot. Da nehmen wir das Polaroid mit, wie immer. Headless Baby, nö. Aber wir nehmen hier, oh ja, The Buddy. Aber wir haben volle Leben. Nehmen wir den Schlüssel mit. Dann können wir vielleicht noch Megasatan. Oh ja, wir waren noch nie bei Megasatan. Hoffentlich dürfen wir zu. Hoffentlich müssen wir in die Chest rein. Dann können wir auf jeden Fall gegen Megasatan kämpfen. Warte, kann ich reden, bla bla bla. Hä, und diesmal sind da nicht mal Stacheln drum. Und diese Dinger. Ja, um die Dinger. Um die ganzen Höhlen da. So. So. Okay, irgendwie machen wir nicht wirklich viel Schaden. Ah, könnte besser sein. Wir schauen mal unsere ersten Items an, die wir bekommen. Ob wir dann vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, schwarzes Herz, okay. Kann man machen. Das Tolle ist, wir fangen alles ab, weil wir den Cube of Meat haben und die beiden fliegen. Von daher... Oh, Lebensupgrade. Gib mir das. Danke. Das nehme ich auch gerne mit. Haben wir das schon mal safe. Okay. Du noch. Was kriegen wir Schönes? Gar nichts. Okay, gar nichts ist auch gut. Oh, das war eine gute Pille, oder? Tiersap, ja. Die vierte Tiersap-Pille. Hab's ja gesagt, dass wir noch eine finden werden, auf jeden Fall. Okay, Tiersap bedeutet auf jeden Fall immer viel mehr Schaden, ne? Na, viel mehr jetzt nicht, aber immer ein bisschen. Wow. Ah, wir machen aber irgendwie wirklich nicht viel Schaden. Okay, es sind aber auch drei Bosse, die sich alle die Leben teilen wahrscheinlich. Von daher machen wir natürlich nur ein Drittel Schaden von dem, was wir denken. Ja. Okay. Wir haben Gisch verglitscht, wie auch immer. Wir haben es geschafft. So. Ja, bei denen machen wir schön viel Schaden. Yay. So. Sehr gut. Oh, mit denen auch? Hä? Unser Schaden ist gar nicht mal so schlecht, wie ich eben dachte. Geht eigentlich voll. Bestimmt wegen der Tiersapille. Da hat er sich selber eingesperrt. Oh, schlecht. Oh, schlecht gemacht. Wo ist er hin? Da. Na, das sind wieder zwei, gell? Das waren letztes Mal zwei, ja. Dann sind es auch diesmal zwei. Ja. Erstmal die Maske töten. Da, könnt die Bombe haben. Bitteschön. Maske auch weg. Okay, jetzt kriegen wir, glaube ich, wieder... Ne, kriegen wir nicht, okay. Mal kriegen wir die nächsten Kisten. Heißt das einer? Ja, schießt ihr alle tot, Monstro. Sehr gut. Bist der Beste. Monstro ist auf unserer Seite. Au. Ja, ich sehe es ein. Das war ein bisschen zu spät. Egal. Jetzt Kisten immer noch nicht. Wie lange dauert denn das?
Bis wir mal ein paar Kisten bekommen. Die finde ich blöd. Die haben mir letztes Mal, glaube ich, auch die meisten Leben abgezogen, oder? Diese beiden Spuckdinger. Die sind richtig assig. Vor allem, wenn es zwei halt sind. Ich finde die komisch. Wow. Boah. Uncool. Danke fürs Sterben. Kriegen wir Kisten? Nö. Dann kriegen wir jetzt endlich mal Kisten. Los, mach deinen Strahl. Mach deinen Strahl, mach deinen Strahl. Dankeschön. So, hat er die beiden Megamoss getötet für uns. Nett von ihm. So kann man halt die Bosse auch für sich benutzen. Oh, rote Kisten. Oho, oho. Lemon Party. Da. Rainshop. Und, genau. Wie heißt denn das? Fische? Aquaris? Nee, Wassermann. Wassermann. Jetzt haben wir eine Wasserspur hinter uns. So. Die voll geil. Die laufen einfach alle gegen diese roten Kackhäufchen und schaden sich dadurch selber. Ist schon ganz schön cool. Ich mag die Kackhäufchen, die helfen uns. Allgemein die ganzen Gegner helfen uns hier. Ist voll toll. Oh, wir kriegen nochmal Items. Okay. Die Gabel, die brauchen wir jetzt nicht wirklich, aber okay, nehme ich mal mit. Ach du Kacke, ey. Dreimal so one. Oh, okay, wir verlieren viel zu viele Leben. Aber ich glaube, nachdem wir die getötet haben, kommen nur noch einfache Sachen, oder? Ich hoffe es. Ja, die Engel, okay. Ist jetzt nicht so schwer. Ach, da war ein Scheiße. Oh nein! Boah, wir verlieren gerade viel zu viele Leben. Wehe, wir sterben gleich. Durch so dumme Sachen hier. Los, roter Engel. Sterbe. Du bist ein gefallener Engel. Ja gut. Au! Gar nicht dran gedacht, dass der Fuß ja auch runterkommen kann. Aber wir töten sie einfach mal mit unseren... Mit unserem Cube of Meat. So. Und das alles für Spider-Bite. Ja, okay. Das war jetzt nicht die beste, der beste Boss-Rush, aber okay, egal. Noch haben wir ja genug Leben. Noch. Was haben wir hier Schönes? Geld. Und wir haben immer eine Tiersapille bekommen. Der ist ja auch okay. Wow. Spawn halt einfach in mir drin. Ist okay. Wow. Es tut mir leid, dass ich gerade so schlecht spiele, aber ich bin echt richtig müde gerade wieder. Weil. Ist so. Zu spät zu Bett gegangen. Das ist schlimm. Aber schon die letzten Tage, die ganze Woche. Das ist doofi, doofi, doof, doof. Deswegen bin ich müde. Ja, ihr müde seid, ist nicht toll. Denkt immer dran, früh ins Bett zu gehen. Dann seid ihr ausgeschlafen. Das hätte man besser machen können, egal.
Wir haben ja genug Bomben. Fußradar kann man ja in jedem Raum einsetzen. Müssen wir nur dran denken, dass wir den Schlüssel wieder mitnehmen, sobald wir die Ebene verlassen. Weil eigentlich wollen wir den Megasatan sehen. Aber ich glaube, wir sind gar nicht stark genug für den Megasatan mit nur diesem Laser. Wenn wir jetzt nicht irgendwo noch einen Damage-Up herbekommen, dann würde ich wahrscheinlich sogar lieber wow das Fußrodarling mitnehmen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas. Hier erstmal den Boss finden. Hier ist er nicht. Ich weiß schon mal, wo der Boss nicht ist. Das ist doch auch was Gutes. Immer positiv denken. Na. Ja, du doch. Und alles tot. Wieder eine Bombe. Brauchen wir nicht. Egal, haben wir die auch. Nein, ich brauche die Schlüssel noch. Ich brauche die Schlüssel für die Chest. Wenn wir überhaupt in die Chest rein müssen. Das ist ja auch die andere Frage. Oder ob wir nur Isaac besiegen müssen. Oder vielleicht auch nur Mutters Herz. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Pow. Aber man weiß, dass hier eine goldene Kiste ist mit noch mehr Geld drin. Okay, können wir mal irgendwie Geld ausgeben irgendwann? Wir horten einfach das ganze Geld. Ha. Wo steht jetzt mal der Bus? Da können wir zumindest mal Geld ausgeben. Das ist doch schön. Oh, Mulligan. Geil. Mulligan in Verbindung mit dem Laser. Das ist doch bestimmt richtig gut. Mulligan ist nämlich, dass, wenn wir Gegner treffen, dass dann Fliegen spawnen. Und mit so einem Laser spawnen die wahrscheinlich recht häufig, würde ich mal meinen. Werden wir gleich sehen. Okay, irgendwie ist noch gar keine gespawnt. Egal. Hä? War Mulligan doch das andere? Dass, wenn wir getroffen. Nee. Nee. Wenn wir treffen, das ist das. Nur halt nicht in der Frequenz, wie Gabi das tun würde. Denn es ist halt nicht Gabi, sondern Mulligan. Oh, blaues Herz. Ja, können wir uns auch kaufen. Wir kaufen uns alles. Wir haben genug Geld. Das können wir uns leisten. Pin? Pin in the Womp 1. Na, Happy Birthday. Oh, und Skrollex. Okay. Pin und Skrollex. Das ist natürlich. Okay. Noch eine Tiersub. Ich glaube es ja nicht. Das ist die fünfte Tiersub-Pille und unser Tiersub steigt einfach nicht an. Was ist hier los? Auf jeden Fall nicht sichtbar. Klar, man sieht, dass wir ein bisschen schneller angreifen. Oh, ein Pentagramm. Nice. Wie viel Schaden haben wir jetzt? Ja, geht sogar. Zweites Gabi-Item. Warte, wir haben. Haben wir viele rote Herzen? Wahrscheinlich nicht. Können wir mal mitnehmen. Ich meine, die blauen Herzen und so behalten wir. Und haben jetzt einfach nur neun Leben dazu bekommen. Jetzt ist die Frage, ob ich den Schlüssel mitnehmen soll, damit ich zum Mega-Satan gehen könnte. Oder ob ich. Ich behalte meinen Fuß runter. Tut mir leid, tut mir leid. Aber es ist eine Challenge. Vielleicht, wenn wir mal irgendwann richtig OP sind, dann gehen wir mal zum Mega-Satan. Vielleicht ist der hier ja auch genauso wie beim normalen. Einfach der ganz normale Mega-Satan. Was ich nicht denke, aber kann ja sein. Weiß man's? Ich weiß nicht. Ich weiß nix. So. Ach ja, schon wieder was zum Kaufen. Das ist doch auch schön. Und Spider-Love. Ja, wir haben Mulligan und Spider-Love. Nee, Spider-Revenge. Spider-Baby, was? Aber das ist doch trotzdem das, was, ne? Und so, ja. Ich glaube schon. Das war's. Fliegen spawnt, oder nicht? Spinnen spawnt. Wow. Ich glaube, das war das. Boah, so viele Gehirne. An einem Platz. Das hat man im Real Life selten. Und noch eine Tiersapille. Ist das dein Ernst? Die sechste Tiersapille. Und man merkt einfach gar nichts davon. Von der ersten Tiersapille hat man das noch gemerkt, von den ganzen anderen nicht mehr. Naja. Vielleicht geht der Laser auch einfach nicht schneller. Kann das sein? Wäre aber eigentlich idiotisch, wenn er nicht schneller gehen würde. Wee.
Ja, okay, wo bleiben meine Spinnen? Ich vermisse meine Spinnen. Wow. Okay, haben schon wieder drei Leben. Tour of Hearts, brauchen wir nicht. Nehmen wir trotzdem erstmal mit. Und hallo, Muttis. Herz. Keine Herausforderung für uns. Mutters Herz doch nicht, ich bitte euch. Oh, das geht tatsächlich noch weiter. Das ist doch schön. Dann hätte ich vielleicht doch den Schlüssel mitnehmen sollen. Meh. Naja, vielleicht müssen wir ja gar nicht in die Chest rein. Ich gehe wieder nach oben, weil Gewinner gehen nach oben. Und Isaac ist ein Gewinner. Also unser Gegner Isaac, nicht wir. Deswegen denke ich, ist er nach oben gegangen. Oben hat er sein gemütliches Pavillon-Ding hier angelegt. Denke ich mal. Nein, hat er nicht. Oh, Isaac enttäuscht mich. Au. Und Fatih, du enttäuschst mich auch. Wieso tust du sowas? Tust deinen eigenen Sohn weh. Ich glaub das ja nicht. Habt ihr das gesehen? Wie er mir wehgetan hat? Aber die Erziehung von meinem Vater war schon immer nicht gut. Mit Schlägen und Tritten. Das kann keine gute Erziehung sein. Moment, warte. Nehmen wir mal mit. Dann können wir... Setzen wir gleich mal bei Isaac ein. Das hat bestimmt was. So. Irgendwo blauer Stein. Ich sehe keinen. Tachchen. Wieder falscher Weg. Wie halt immer. Kennt man ja. Hä, ist der echt hier irgendwo rechts? Natürlich ist es wieder der letzte Weg. Ist halt echt wie immer. Immer auf dem letzten Weg. Der Edmund macht das doch mit Absicht. Der schiebt dann einfach immer die Ebenen hin und her. Dass der Boss dann immer genau da ist, wo ich dann als letztes hingehe. Oder der hat mein Verhalten rausbekommen. Und hat dementsprechend immer die Bosse gesetzt, damit die erst im letzten Raum erscheinen. So. Auch nicht. Aber die sterben wenigstens schnell. Da brauchen wir nicht mal... Okay, doch. Brauchen wir nicht mal unser Fußrodal, wollte ich sagen. Lalala. Wir könnten eigentlich auch mal mit unserem Cube of Meat angreifen. Der sollte ja ein bisschen Schaden machen. So. Hat er den Schaden an den Stein ausgeteilt. Voll der Gute. Voll der Pro und so. Hier eine Pille, die wir noch nicht hatten. Oh, geil. Okay, cool. Und Isaac, hi. So, und wenn wir jetzt nämlich die 48 Stunden Energie einsetzen, dann können wir egal so oft abknallen. Au. Na, hat er schon Angst? Hat er bestimmt. Isaac, hast du Angst? Mann, meine Augen tun gerade voll weh. Einfach wegen zu wenig Schlaf. Nachdem ich das hier jetzt aufgenommen habe, werde ich erstmal schlafen gehen. Schlaf nachholen. Dann habe ich heute gar nichts gemacht. Cool. Einfach richtig unproduktiv heute. Ja. Naja, dann habe ich wenigstens eine Challenge geschafft. Und weg mit dir. Warst du der letzte Gegner? Nö. Okay. Dann müssen wir nochmal gegen das Blue Baby kämpfen. Aber das schaffen wir ja locker. Hä? Hier wäre nicht mal eine Tür gewesen. Okay, auch interessant. Ach, in Challenges gibt es gar keinen. Gibt's gar keinen Mega-Satan? Das kann sein. So, Marmswick. Wie sieht Marmswick... Oh, okay, ja, ganz anders. Und der Poop. Da ist bestimmt irgendwas Gutes drin. Doch nicht. So. Wow. Wow. Da war auf jeden Fall noch eine Kiste mit Lokis Hörnern. Yay. Funktioniert das mit Lasern? Moment. Ja, okay. Jo, geil. Ein Brimstonfest. Oh, schön. Das war witzig. Solche Räume hätte ich gerne öfters. Wo man einfach einmal mit dem Fußrodal langläuft
Oder sind alle tot? Ach, schon verstehe ich schon Energie. Also, da nehmen wir mal mit. Das auch. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Karten. Das andere Trinket bringt uns nämlich nichts mehr. So. Touch-Schlüssel, okay. Au. Greift einfach ohne Vorwarnung an, ich glaub's ja nicht. Ah, da haben wir süße kleine Spinnen bekommen. Schon wieder so einer, ich mag den nicht. Ja, ja, mach du mal, was du willst. Außer mir wehtun. Aber ich glaube, er will uns wehtun. Voll der Asoziale und so. Dr. Swemote brauchen wir nicht. Erstmal gegen den Gegner gegenlaufen. Passt schon. Nummer Uno weg und Nummer Dos wok. Wok. Wack, wack, wock. Was haben wir hier? Two of Diamonds. Natürlich setzen wir das ein. So, und dann ab zum letzten Boss. The Lamp. Ach ja, The Lamp ist ja hier. Ganz vergessen. Ja, kriegen wir hin. Wir haben schließlich 4 Leben. Okay, irgendwie nervt das Ding da. Dieses weiße, dieser Totenkopf. So ein bisschen. Hä? Gut, dass wir den Cube of Meat haben, sonst wären wir jetzt schon locker zweimal getroffen worden. Die Musik, viel zu übertrieben. Viel zu episch vor allem. Als wenn der Bosskampf jetzt so schwer wäre. Guck, wir verlieren nicht mal ein Leben. Na gut, jetzt haben wir eins verloren. Aber sonst verlieren wir nicht mal ein Leben. Au. Hä, denn? Stimmt, wir haben Krebs. Deswegen zieht er nur ein halbes Leben auch noch ab. Wow. Mit vollem Leben schon wieder geschafft. Easy. Das war wirklich voll einfach. Münzzweck ist immer noch eins. Ich bin mal gespannt, wann uns wieder der Münzzweck weggenommen wird, obwohl ich gar nichts falsch gemacht habe. Auf jeden Fall war das die Lilith of Borg. Challenge. Wofür steht denn Lilith of Borg? Ist das auch irgendeine geistliche Borg? Ist das irgendeine Stadt? Lilith ist ein Name. Of heißt von. Lilith von Berg. Und Berg, da leben Drachen. Das weiß ich. Aber ich glaube, das Borg ist nicht genannt. Okay. Magic Girl wird bestimmt richtig geil. Da freue ich mich drauf. Aber erst übermorgen. Naja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Morgen ist wieder Freitag, na endlich. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.